Hi und willkommen zur zweiten Folge der Next Level Podcast Serie mit dem Alexander Eggers und mir, Katharina Nehr. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ja, letzte Woche haben wir von dir erzählt, lieber Alex. Da hast du uns einfach mal tief blicken lassen in dein Gefühlsleben, in deine Schritte, die dich oder Lebensereignisse, die dich umgeben haben und wie du aus denen gelernt und gewachsen bist und wie du dazu gekommen bist, wo du jetzt bist. Ganz genau, ja. Also ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ihr seid sicherlich ganz gespannt, denn wer beim letzten Mal eingeschaltet hat, weiß, wir hatten ja einen Cliffhanger. Denn heute machen wir das andersrum. Heute darf die Katharina ein bisschen von sich erzählen und wie sie eigentlich dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist und welche Wege da waren, die dazu geführt haben, dein Potenzial zu finden. Und was du gut kannst und was dir Spaß macht. Und genau, ich will das jetzt eigentlich gar nicht, ich werde das jetzt auch genießen, mir anhören, was du zu erzählen hast an der Stelle. Und ja, ich weiß gar nicht, wo du anfangen magst. Du hast ja auch eine sehr bewegende Geschichte im Grunde in deinem Leben hinter dir, nicht wahr? Denn du kommst gar nicht von hier. Ja, ich bin in Kasachstan geboren, 87, und bin dann mit meinen Eltern 95. Dann bist du gar nicht mehr 29. Ups. Jede Illusion geraubt hier. Das ist die gute Faltencreme. Okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, gar nicht schlimm. Bin dann 95 mit meinen Eltern, mit meiner Familie. Also ich habe einen großen Bruder, einen älteren Bruder. Und mit meinen Cousinen und mit meinen Onkel, also wir sind wirklich so mit 15 Leuten aus Kasachstan nach Deutschland gekommen, gezogen. Meine Eltern haben irgendwie alles dagelassen, was sie so an Habseligkeiten hatten oder verkauft. Hm. Und wir sind dann pro Familie dann mit einem Koffer nach Deutschland gereist. Also das war schon meine Eltern, also ich kann mich jetzt eigentlich sehr gut da hineinfühlen, weil meine Eltern so in dem Alter waren, in dem ich jetzt bin, mit zwei Kindern. Klar hatten die sich und auch ihre Eltern und Geschwister dabei, aber schon, wie sie berichtet haben, war das ein unfassbares Gefühl, ohne Sprache, ohne jegliche Vorstellung, wie das deutsche System funktioniert, hier nach Deutschland zu kommen. Ja. Genau, und ja, da war ich. Wie alt warst du? Genau. Genau, da war ich 6, als wir nach Deutschland kamen und sind dann tatsächlich so von Ort zu Ort gezogen. Also von der Ostsee in den Harz, vom Harz sind wir dann nach Nienburg gezogen. Von Nienburg haben dann irgendwann meine Eltern in einem kleinen Ort gebaut und da leben sie jetzt nun auch. Aber das war schon eine sehr bewegende Geschichte, beziehungsweise hat sie mich sehr geprägt. Mhm. Ja, also von meiner Kindheit kann ich mich nur an die Spielplätze in Kasachstan erinnern und an die Wohnung, in der wir gelebt haben. Und hier in Deutschland war das alles sehr konfus. Also da war ich nur im Kindergarten und in Deutschland habe ich die erste Klasse besucht. Für mich ein einschneidendes Erlebnis war, dass ich glaube so 6, 7 Kinder in der ersten Klasse vor mir standen und sagten, sag mal Stuhl, sag mal Fenster, sag mal Tisch. Und auf Russisch dann, oder? Nee, auf Deutsch. Also ich sag, wir haben Deutschkurse bekommen, also haben auch Unterricht bekommen, neben der Schule her. Und für mich war das so, ich weiß noch ganz genau, was ich dabei gefühlt und gedacht habe. Mhm. Also ich habe gedacht, ja, ich weiß, was das heißt. Und ja, ich weiß auch, wie ich es sagen muss, aber ich möchte nicht. Ich habe von außen so einen Druck verspürt, also das zu tun oder tun zu müssen, was die anderen Kinder nun jetzt von mir verlangten. Und ich wollte es einfach nicht. Nein. Und das implizierte natürlich so, sie kann es nicht. Mhm. Ne? Und weil ich eigentlich immer sehr ein sehr zurückhaltendes Kind war und immer so ein bisschen mitgelaufen bin und immer geguckt habe. Nun war ich auch die Jüngste in der ganzen Familie, also meine ganzen Cousinen und so, die sind ja auch Jahre älter. Und ich habe mich eigentlich immer so orientiert an den größeren Kindern. Ja. Und schien mir auch an meinem Bruder. Und ja, so verlief das, kam man von der Grundschule, ging es dann in, damals gab es noch die US hast du ja auch noch kennengelernt, ne? Ja. Genau. In der Schule war das auch so, dass, irgendwie hatte ich, glaube ich, so das Gefühl, ich weiß nicht, wie man richtig lernt oder ich habe einfach nach einer Struktur gesucht, wie man richtig lernt oder ich habe das irgendwie, war Lernen für mich tatsächlich auch nie damals mein Fokus, also
Es hat A natürlich keinen Spaß gemacht und in der Schule hatte ich schon Freunde, aber das war schon immer doch auch so, dass ja, ich auch gemobbt will ich nicht sagen, aber schon auch von den anderen Mädchen halt auch durchaus mal Situationen gab, wo ich dann auch als Außenseiterin dargestellt wurde. Und Da muss man anschließen. Also, wenn man sich das jetzt so bildlich vorstellt, ihr seid viel umgezogen. Das heißt, du musst ja auch, hast ja immer Freundeswechsel dann auch durchgehabt, also Schulwechsel, dann die Sprachbarriere, die da wahrscheinlich war. Ich sag mal, wenn wir über Potenzialentfaltung sprechen, das ist natürlich äußerst schwierig, da überhaupt richtig irgendwas zu finden. Im Grunde musst du ja eigentlich erstmal im Leben klarkommen, Du musst eigentlich, erst ne? mal gehen lernen. Ja. Also das ist tatsächlich so. Das ist so wie nach, ich weiß nicht. Also man wacht auf und plötzlich kann man gar nichts. Also man hat super viele Einflüsse von außerhalb. Meine Eltern hatten auch nicht die Chance, nicht die Möglichkeit, mich dahingehend zu unterstützen, mir irgendwie den Weg auch nur ansatzweise zu weisen oder mir zu erklären, dass es schon wichtig ist, zweimal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen. Ja, dass es schon wichtig ist, gewisse Abläufe irgendwie oder Vereine oder Hobbys nachzugehen, wie wir es jetzt von unseren Kindern ja auch kennen, ja. Das gab es damals absolut nicht. Also das war auch ein ganz, ganz weiter Ferne. Doch aufgrund dessen, weil wir halt auch immer irgendwie zusammen weitergereist sind, war das halt immer so diese eigene Konstellation mit meinen Cousinen, mit meinem Bruder. Und dann, als ich tatsächlich, ja, wir in Nienburg angekommen sind, habe ich im privaten Kreis richtig Deutsch lernen, Ah, also okay. gelernt, ja. Das war mein Nachbar Klaus, der war dann deutlich älter. Also ja, der war da zu dem Zeitpunkt irgendwie 17, 15, 17. Und er hat das wirklich toll gemacht. Er hat das mit Händen und Füßen erklärt, was er gerade will, was wir machen, was und das kam dann, Learning by Doing. Und dann kam natürlich auch das Selbstvertrauen. Dann hat man angefangen, neue Leute kennenzulernen. Man wurde in der Schule aufgeschlossen. Ne? Das war dann wirklich so ein bisschen, ja, man hat mehr Lebensfreude zurückbekommen. Ne? Nicht nur im eigenen Kreis, sondern man hat so ein bisschen seinen Horizont erweitert. Also es war natürlich mir nie so bewusst, aber wenn man das jetzt Revue passieren lässt, hat sich das schon so angefühlt. Warst du gut in der Schule oder? Nein, also ich war auch nie so, dass ich sage, ich bin hier voll der Überflieger. Ich glaube, ein bisschen schlechter als der Durchschnitt. Also ich habe mich da auch manchmal so, ja. Habe mich da auch durchgemogelt, ne? Dann hat man sich mal beim Diktat super viel Mühe gegeben und war mal eine 2 dabei oder so. Und dann hat der Lehrer nach rechts geguckt und bei wem hast du abgeguckt? Also auch das war etwas, wo du dann Gleich wieder denkst, runter. genau, auch das war etwas, wo du dann denkst, hey, nein, ich habe einfach wirklich intensiv, weil intensiver als sonst, intensiv gelernt und ich habe nicht abgeguckt. Und das war so ein, also ein Gefühl von unfair, dass man bestraft wird dafür, dass man gelernt hat. Und das also hat natürlich mein Notenspiegel, mein Zeugnis irgendwie weiter nach oben getrieben, aber in dem Moment hat sich das, obwohl es eine gute Leistung war, schlecht angefühlt. Das Ja, war ganz ich wurde gar eigenartig, nicht ne? honoriert, im Grunde gar keine Wertschätzung, weil es im Grunde gleich abgestempelt wurde. Genau, absolut. Worin ich aber schon immer sehr, sehr gut war, war Kunst. Also Gestaltung und Kunst. Und das hat mich schon immer sehr interessiert. Und da hatte ich einfach ein Talent für. Das war schon in der Grundschule sehr deutlich. Genau, und dann, Gut, ja, aber ging das wird dir es. in der Schule auch nicht bis zum Ende geholfen haben, ne? Absolut Also nicht, das absolut war nicht. dann wahrscheinlich Lichtpunkt irgendwo, da wusstest du zumindest schon mal ein bisschen besser. Genau, wird auch später noch ein bisschen interessanter, was dann passiert ist aus meiner Leidenschaft, ist, dass ich irgendwann dann halt meinen erweiterten Realabschluss gemacht habe. Dann habe ich noch weiter 2 Jahre eine Wirtschaftsschule besucht. Und da war das so, dass man entscheiden konnte, geht man in den sozialen Bereich, in den künstlerischen Bereich oder halt in Ja. Thema Wirtschaft, ja? Und meine Seele und mein Inneres brannte nach Kunst, Gestaltung, Medien. Und da war das halt digital auch noch nicht so weit, dass man sich jetzt wirklich ja, hineinfuchsen, reinlesen konnte. Ja, was bedeutet Mediengestaltung überhaupt? Ja, oder was kann man da alles machen? Und da meine Eltern mir zu dem Zeitpunkt halt auch immer noch keine große Hilfe waren, weil sie sich ja natürlich auch um sich selbst, um die Arbeit und alles bemüht haben, war mein großer Bruder, also mein älterer Bruder, nun so mein Hafen und auch so mein Mentor, Berater, mein Mentor. Mentor. Und er sagte: Nee, nee, also Kunst, Design, wo willst denn du dann arbeiten? Das geht nicht, da kannst du kein Geld verdienen, das funktioniert so nicht.
geh Wirtschaft machen. Irgendwas Thema Wirtschaft, im wirtschaftlichen Bereich, geh da irgendetwas, ja, lern da irgendwie, mach da eine Ausbildung. Naja, und dann höre ich, wie ich dann war, habe ich dann 2 Jahre Wirtschaft, also die Fachhochschule Wirtschaft besucht und habe dann parallel ein Jahrespraktikum bei der Volksbank gemacht. Und die waren dann so zufrieden, dass ich dann auch im Anschluss meine Ausbildung machen konnte. Okay, super. Genau, und habe dann 2,5 Jahre eine Bankausbildung absolviert. Und bin aber dann tatsächlich, wollte immer in die Kundenberatung, weil es mir unfassbar Spaß gemacht hat, die Kunden zu beraten, ihnen zu helfen, der Umgang. Bin aber tatsächlich dann, wollte mich der Marketingleiter in seinem Team haben, bin ich dann in die Marketingabteilung gegangen und konnte so ein bisschen kreativ sein. Meine Kreativität ausleben. Aber auch tatsächlich auch nur so ein kleines bisschen. Da ging es aber mehr so kreativ sein in Konzepte erstellen. Also wie organisiere ich etwas und wie können dann Berater aus den Konzepten Abschlüsse ziehen. Naja, das war dann so 15 Jahre meine Tätigkeit und nebenbei auch Veranstaltungen organisieren und den Jugendmarkt aufzubauen. Aber ich merkte irgendwie, ja, es macht Spaß, aber es ist so unfassbar mühsam und es ist so, ja, es zieht sich einfach und man kriegt nicht das durch. Also, ist ja, wenn wir über Leidenschaft sprechen und man brennt für etwas, dann war das vielleicht noch nicht so ausgeprägt, ohne dass der Arbeitgeber hier, der Ex-Arbeitgeber mithört. Aber, Nein, es war schon eine tolle Zeit und ich bin auch dankbar dafür, dass ich die Jahre dort, ich konnte sehr viel über mich selbst herausfinden, hatte aber zur Folge, dass ich mich nebenbei noch selbstständig gemacht habe in der Videografie. Und das war halt so, dass ich das kompensiert habe. Ich habe meine 40, 45 Stunden in der Woche gearbeitet in der Bank und habe dann aber nebenbei einfach, bin ich meiner Leidenschaft nachgegangen. Wie hast du die gefunden? Also ich meine, da haben wir ja schon drüber gesprochen in meiner Folge. Wie findest du das jetzt, was deine Leidenschaft ist? Ich meine, Kunst, das war dir jetzt schon klar, aber jetzt warum Videografie? Du hättest ja auch malen können. Genau, hätte ich auch malen können. Das hat immer zu lange gedauert. Die Geduld habe ich dann, glaube ich, nicht, ein Kunstwerk so weit zum Ende zu bringen. Es war tatsächlich das Reisen. Wir sind viel gereist und auf dem Rückflug von Venedig habe ich einfach damals in der iMovie am Handy angefangen, das Video zusammenzuschneiden. Und zufällig war zwischen den ganzen Fotos ein Video drin, was eigentlich gar nicht geplant war. Und ich dachte, boah, wow, was sind das für Emotionen? Das ist ja viel schöner, das ist ja viel lebhafter. Das kriegst du ja richtig mit. Du kannst dich da richtig so hineinversetzen, wo du jetzt gerade warst. Und das ist ja super schön. Ich mache das jetzt nur noch mit Videos. Also Fotos waren dann abgeschrieben. Und dann habe ich mich komplett auf Video konzentriert und angefangen mit einer GoPro. Und dann habe ich mich weiter ausprobiert. Und dann kamen die ersten Anfragen mit Hochzeiten und so und die ersten kleinen Firmen. Ja. Da kannst du natürlich nicht mit einer GoPro auftauchen, ne? Ja. Und was hat man damals verdient? So die, keine Ahnung, die ersten 10, 20 Euro ja, für so ein Video. Naja, aber dennoch war mein eigener Anspruch einfach viel höher. Man möchte da auch Qualität abliefern und man möchte selber Freude an den Videos haben, wenn man sie sich selber anschaut. Naja, und so kam das halt, dass ich da immer mehr investiert habe, immer mehr Wissen, immer mehr Zeit, immer mehr. Ah, warte, jetzt für mich ganz wichtig. Es hat dir Spaß gemacht, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Die Frage ist ja auch, hat es dir Spaß gemacht und du hast gutes Feedback gekriegt oder durchaus. Nee, weil das ist ja jetzt so ein ganz entscheidender Punkt, nicht weil selber zu spüren, nicht nur es macht dir Spaß, sondern du kannst es vielleicht auch gut. Ja, genau. Also ich habe selber gespürt, dass ich die Perspektive, einen guten Blick für die Perspektive habe, aber das Feedback der anderen, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich war bei meinen Eltern stolz wie Bolle, meine erste Hochzeit abgefilmt, ich habe den ganzen Tag gefilmt und eine Woche geschnitten, ja. Und habe das meinen Eltern gezeigt und mein Bruder steht hinter mir und dann sagt er, und damit willst du Geld verdienen? André, wenn du zuhörst. Sie erzählst uns so. Sie hat jetzt eine ganz andere Meinung. Du hast es mir auch ganz lieb gesagt, nein. Aber das war für mich dann so, ja, doch, das geht. Das ist gut, die Leute wollen das. Ja. Aber ich wurde halt auch einfach lange nicht gehört. Ja. Und das war halt so etwas, was... Ja, da war ich halt einfach
Ich habe mich halt immer klein gehalten. Ja, ich habe das nicht laut nach außen geschrien, habe gesagt, hey, das ist etwas, was ich gut kann, du brauchst das unbedingt. Ja, für andere kann ich mich sehr wohl dafür einsetzen, aber ich für mich selbst habe einfach nicht die Stärke oder nicht den Mut verspürt zu sagen, es ist gut, du brauchst das. Naja, und das braucht auch einige Jahre. Genau, dann habe ich mein Kind gekriegt und bin dann aus der Volksbank raus. Mir war aber auch klar, dass wenn ich Mutter werde, auch nicht mehr in die Marketing zurück kann. Habe dann noch ein halbes Jahr bei der Volksbank gearbeitet, habe mich aber schnell ja auch nicht mehr dort gesehen, weil es hat sich verändert. Ich war ein Dreivierteljahr raus. Die Fusion stand an. Also es waren viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich dann halt auch einfach mich nicht mehr da gesehen habe. Und ich kam dann ins Gespräch mit einem guten Freund, der dann sagte, Mensch, ach, ich kenne da eine, ist auch eine sehr gute Bekanntin und die ist doch so ganz glücklich bei der Firma EPC, kennst du doch. Ich sagte, naja, aber was soll ich da machen? Also Bankausbildung, ja, okay, Buchhaltung vielleicht, Personal, also vielleicht auch etwas, was mich interessieren könnte, ja, also. Ach, irgendwas werde ich schon finden, was ich so mit meinen Fähigkeiten, ja, mit meiner Ausbildung tatsächlich hinbekomme oder es irgendwie gerechtfertigt ist. Ja, und dann habe ich mich damals mit Marcel unterhalten und er sagte, ja, eigentlich suchen wir keinen Videografen so, aber komm mal ins Gespräch und lass uns mal sprechen. Ja, und dann bin ich auf dich getroffen, Genau, und dann haben wir im Alex. Bewerbungsgespräch gesessen. Genau, dann haben wir ein Bewerbungsgespräch geführt, was ich so in meinem Leben noch nie geführt habe. Und am allermeisten hat mich die Frage nach der grünen Wiese irritiert. Ja, also das weiß ich tatsächlich. Also ich habe das zuerst gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, wie? Was möchtest du? Was möchtest du wirklich? Ich sage, naja, ich habe die und die Kompetenzen. Was heißt denn hier, was möchte ich? Genau, Ja. ich muss ja kurz erklären, vielleicht, nicht, weil das ist etwas, was ich mal jetzt gerne mache. Wir haben es beim letzten Mal kurz geteasert, eben tatsächlich die Menschen zu fragen, die zu uns kommen, die sich bewerben, zu sagen, was willst du eigentlich wirklich tun? Also es gibt etwas, was du gelernt hast, okay, gerne, ja. Aber was ist deine Leidenschaft? Wofür brennst du? Die Idee dahinter ist einfach, und das kennt ihr vielleicht, wenn du etwa für eine Sache brennst, dann gehst du ganz anders damit um. Das heißt, du tust viel mehr dafür. Der Weg ist das Ziel. Also du arbeitest nicht auf irgendwas hin, sondern der Weg selber ist schon das. Und die Ziele und die Meilensteine kommen ganz von alleine. Und das ist etwas, woran man arbeiten muss. Was ist deine Leidenschaft? Und bei dir war es ja unklar. Du warst nun da. Irgendwie hat mir irgendeiner gesagt, du kannst irgendwas mit Videografie. Und ja, es gab ja damals schon so unser erstes Videoprojekt, was wir irgendwie hatten. Also ich hatte so ein bisschen Hoffnung, vielleicht kannst du uns da helfen. Aber im Grunde war es eigentlich für das Thema Buchhaltung, Personal irgendwas so. Also richtig war das ja nicht klar. Und so kommt dann eben die Frage, was würdest du denn tun wollen, wenn du eine grüne Wiese hast? Du kannst dir also aussuchen. Und die grüne Wiese ist ein Symbol für, da steht nichts. Es gibt noch nichts, sondern du kannst selber wählen, was du haben möchtest. Wenn du dein Leben, dein Arbeitsleben, dein Berufsleben ausmalen kannst, wie soll das aussehen? Ja. Mit der Frage kam ich erst einmal lange, lange nicht klar und habe eigentlich nur gesagt, ja gut, also wenn ich mich jetzt einfach wirklich mal fallen lassen kann, so gut es in einem Vorstellungsgespräch nun mal geht, in der ganzen Aufregung und dem wenigen Selbstbewusstsein, was man da zu dem Zeitpunkt hatte, ja, war das für mich natürlich ganz klar. Also war die Videografie, das war meine Leidenschaft, ich wusste, ich bin gut da drin, nur kann ich das nicht so zum Ausdruck bringen. Ich kann es nur in den Videos zeigen, nur in der Arbeit, die ich habe. Und du hast sie dir dann Genau. angeguckt und hast gleich gesagt, jo, gleich morgen, wenn es geht. Wir fangen an. Fang an. Genau, und das war für mich also so der erste Meilenstein oder das erste Wow, also aus etwas, was du dir selber nicht studiert hast, aus deiner eigenen Leidenschaft, aus deinen eigenen Kräften dir beigebracht hast, also von der Kamerabedienung bis zum Programm, bis Blick dafür, war das schon schön. Aber ich muss auch sagen, in dem Moment habe ich es noch nicht richtig verstanden. Ich habe noch nicht richtig verstanden oder noch nicht richtig realisiert, was sich da für Möglichkeiten dazu, also dass ich wirklich aus einer Festeinstellung nach 15 Jahren
in eine Ungewissheit, Bank, in eine Ungewissheit gehe, aber das war für mich ein leichter Schritt. Also es hat sich nicht schwer angefühlt, weil ich einfach dachte, hey, es ist jetzt cool. Ich kann jetzt eigentlich das tun, was ich möchte. Und ich habe, was überhaupt nicht zu meiner Natur passt, gar nicht darüber nachgedacht, was ist, wenn es nicht klappt. Also, Ja, weil ja, der Weg so klar war irgendwie. Oder es gar total. nicht in Frage gestellt Ja, wurde. ich meine, was hat ein IT-Systemhaus mit Videografie zu tun? Ja, was bedeutet das jetzt für mich mit einem Kind, also Sophia war da noch kein oder ein Jahr alt, ja, sich in so eine Ungewissheit irgendwie zu begeben? Was passiert, wenn es nicht funktioniert? Also diese Frage mit was passiert oder diese Angst davor, die war gar nicht da. Und das hat mich irgendwie im Nachgang, als ich darüber nachgedacht habe, oh Gott, was habe ich da überhaupt getan? Ja. Und die war, glaube ich, auch gar nicht bewusst, dass ich 15 Genau, Jahre. ja, das wollte ich gerade sagen. Ich wusste auch nicht, dass du 15 Jahre Job gerade wegschmeißt. Genau, aber doch durchaus irgendwie sehr spannend. Und ich glaube auch schon, dass es, wenn du wirklich das fühlst und wenn es deine Leidenschaft ist, dann ist das. Braucht man, glaube ich, gar nicht so viel darüber nachdenken. Ich Was ist, wenn? habe ja schon häufig Leute eingestellt und tatsächlich, wenn man das Feuer in den Augen sieht, wenn du über die grüne Wiese sprichst, was in den Augen passiert, dann kannst du schon absehen, lesen, was kommen wird. Und genau das war ja bei dir auch. Man hat ja gespürt, wie du selber dafür brennen kannst und wie plötzlich auch das Gespräch ganz anders gelaufen ist. Das heißt Richtig. also, ich glaube, das ist etwas vielleicht auch als Takeaway für euch jetzt irgendwie, wenn ihr in solchen Positionen seid, wo ihr die Chancen habt, mal Leute zu fragen, was möchtet ihr tun? Oder fragt einfach mal vielleicht Freunde, Bekannte, die ihr lange nicht gesehen habt oder sowas. Was ist eigentlich, wenn du die Chance hättest, zu tun, zu wollen, was du willst? Fragt mal das. Und ist auch spannend, ganz kurz, ist auch ganz spannend, was man für Antworten kriegt. Ne? Sonst Ja, völlig überfordert sind sein, dann muss ich erst mal 2 Tage drüber nachdenken, das hat weil er. die Fragen mir noch keiner gestellt. Ja? Und wenn du Ja. dann 2 Tage später mit denen redest und wie die dann plötzlich Feuer gefangen haben Ja, und der ein oder andere richtig. schon, ich will sagen, nicht Lebenskrise, aber schon mal kurz drüber nachdenkt, was will ich eigentlich im Leben? Ja? Naja, und ich meine, das birgt ja auch, es ist ja auch nicht nur für ein Berufsleben spannend, ne? Also auch wenn du das mal aufs Privatleben projizierst, ja, also was will ich noch privat erreichen, ne? Wie oft hört man, ja, wenn ich im Rentenalter bin, ja, dann fange ich an zu leben. Why? Also warum denkt man so? Ja, also das ist schon tatsächlich so. Und ich glaube, und erst dann habe ich wirklich verstanden, was es bedeutet, tagtäglich ins kalte Wasser geworfen zu werden, wenn man mit dir zusammenarbeitet. Ja. Also da habe ich mich sehr vielen Herausforderungen gestellt, weil ich dachte, naja, mit erhobenem Haupt bin ich dann zur Arbeit gefahren und habe gesagt, naja, ich kann wohl mehr als du, weil ich kann Video und dafür hast du mich jetzt eingestellt und ich möchte dir helfen und ich möchte das so tun, so gut ich es halt nun kann. Und das war für mich, der erste Erfolg war einfach, zu dem Zeitpunkt war es mir nicht bewusst, aber als wir uns im Nachgang darüber unterhalten haben, was es einfach für dich bedeutet hat, ich gebe einfach mal ab und lass mal tun. Für mich war es in dem Moment, das hieß, wir müssen Alex der App-Tester produzieren, schnell und gut wie möglich, also auch im Anspruch für Microsoft. Und zur Pandemiezeit war das nun so, dass die ganzen ja, Geschäfte zu waren und wir haben hier ein befreundetes Möbelhaus. Und die erste Idee war, dort einfach mal reinzugehen und dort ein bisschen Alarm zu machen, eine ganze Woche dort aufzunehmen, ne? Und das war super spannend, weil wie man sich das in den Möbelhäusern auch einfach so kennt. Wir haben uns ein Set gesucht und haben das dann so hergerichtet, wie wir es gebraucht haben, ja? Konnten uns über Möbel überall wegnehmen. Genau, wir sind einfach durchs Möbelhaus gerannt und haben uns einfach die Sofas, die Tische. Kissen, Tische, Deko, alles, was wir nun so gebraucht haben, zurechtgerückt. Und haben dort tatsächlich eine Woche produziert und das ist so gut geworden, dass Microsoft gesagt hat, yo, finden wir toll, möchten wir weiterhaben. Und dann kam für dich so die Möglichkeit, die Idee, ey, das möchte ich jetzt aber auch. Ich Genau, ich brauche Möbelhaus. brauche ein Möbelhaus. Die Dimensionen waren aber leider so groß und auch die Möglichkeiten, die hier in Nienburg nicht ganz so viele, mein Möbelhaus zu kaufen. Nein, aber dann haben wir die tatsächlich leerstehende alte Sparkasse, die Filiale, ja, hat EPC dann angemietet. Und hier haben wir dann so ein Studio einfach eingebaut. Ne? Der eine Ja. oder andere wird es kennen. Aber für mich war das erste Mal diese Erkenntnis,
Wow, also ich weiß noch nicht ganz genau wie, und das war für mich auch sehr neu. Also Studiotechnik habe ich nicht gekannt. Für mich war es halt immer, die Kamera war mein Freund. Und du kamst dann mir mit Studio um die Ecke. Gut, das war für mich dann auch ein Learning, bei dem ich auch sehr gewachsen bin und war dann am Ende des Tages natürlich stolz, dass ich dann auch diese ganzen vielen Knöpfe von jetzt auf gleich bedienen musste, aber auch bedienen konnte. Und das war für mich so ein, ich wachse jetzt hier mal eben so um 10 Zentimeter. Und es war wirklich ganz, ganz toll. Und es gab viele Situationen, also das Studium musste innerhalb von 3, 4 Wochen fertig werden. Also das wurde es auch wirklich auf den Tag genau. Das war dann nochmal so ein Meilenstein und es gab viele, viele Situationen und viele Momente, wo ich einfach gedacht habe, no way, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Und immer wieder zu merken, doch, es geht, es geht, du musst es einfach nur machen, einfach machen. Und da ist es halt natürlich auch sehr, sehr wertvoll. Und in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, das Umfeld ist wichtig, in dem du dich bewegst. Die Menschen sind wichtig, mit denen du dich umgibst. Ja, und jemanden an deiner Seite zu haben, also jetzt besonders im Berufsleben, der dir die Sicherheit gibt, zu sagen: Hey, du hast hier den Raum, du hast hier deine grüne Wiese, tob dich aus, mach einfach, mach Vorschläge. Du hast das Vertrauen, du hast mein Vertrauen, probier dich einfach aus. Ja, aber mach. Und das war halt für mich auch, auch daran bin ich gewachsen, tatsächlich zu erkennen, dass der Arbeitgeber Vertrauen hat in meine Arbeit, in mich als Person. Ja, also, dass ich nicht mir immer mein Okay abholen musste, dass ich nicht immer mich rückversichern musste, ja, dass ich nicht immer, sondern dass es jemanden gab, der sagte: Hey, ich gehe mit, wenn das eine coole Idee ist, und die waren meistens gut. Wenn ich das jetzt Immer einfach mal gut, so immer gut. Sonst können großlaut wir hier nicht sagen sitzen darf, sonst jetzt. würden wir hier nicht sitzen. Die waren nicht schlecht. Und das Schöne war halt einfach, dass man eine Idee in den Raum gegeben hat und die halt ja oftmals auch durch dich halt nochmal verbessert oder vielleicht nicht verbessert, aber Weiterentwickelt. weiterentwickelt wurde. Und das war halt so das Besondere daran, ne? Dass man halt auch einfach gemerkt hat, hey, ja, du selber bist groß und du selber hast das ge richtige Gefühl dafür. Es gibt aber jemanden, der das mit unterstützt und mitdenkt, dass man nicht alleine ist. Ich glaube, der Ja. entscheidende Punkt in deinem Leben war, dass plötzlich ein Raum da war, in dem du dich bewegen konntest, in dem du dich mehr oder weniger wohlgefühlt hast, weil du es grundsätzlich sagst, es ist ja irgendwie so meine Welt. Und vielleicht die Unterstützung gefunden hast durch Vertrauen und durch Wertschätzung, zu sagen, mach das jetzt einfach mal. Und weil es dich interessiert hat, du diese Aufgabe auch angenommen hast. Und im Grunde, da reden wir ja ganz viel drüber, Komfortzonenverlust Oh betrieben yeah. wurde. Ja, Wachstum geht nur durch Komfortzonenverlust. Also wie so ein Tagtäglich, ja. schöner Spruch, gewöhn dich dran, unkomfortabel in deiner Komfortzone zu sein. Also in der unkomfortablen Teil der Zone, damit du eben weiter wachsen kannst. Ja? Sonst passiert nichts. Und das ist ja auch das, worüber wir in den weiteren Folgen dann ganz viel sprechen wollen, der Komfortzonenverlust. Der Und den hast du Komfortzonenverlust. hart mitgekriegt, aber es ist eben so, es ist eben ein großer Teil deiner Leidenschaft. Und wenn ich hier sehe, wenn es auch um Studioeinrichtungen oder Ähnliches geht, das verkaufen wir inzwischen sehr sogar an andere, Ja. ja, dann ist das eine ganz große Leidenschaft bei dir, die du richtig gut machst. Wir kommen Menschen ins Studio, die erstmal völlig geflasht sind davon, wie schön das Studio aussieht. Hier gar nicht arbeiten wollen, sondern sich ausruhen. Ja. Nein. Oder dann sagen, ich würde es gerne auch zu Hause so schön haben. Ja. Ja, nee, da kommt deine Leidenschaft dann auch wieder durch. Und Ja. Also auch da ist es, und ich merke ja auch immer wieder, ich bin auch da noch nicht am Ende, ja. Also auch oft erwische ich mich einfach dabei, diese Stille, dass es wiederkommt, dieses Wehmütige, dieses einfach, oh, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Oh, boah, ich bin total, also auch gerührt, wenn so ein Feedback auch kommt. Also, dass mich das halt immer noch emotional sehr mitnimmt. Ne? Also es ist beschäftigt mich auch immer wieder und ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich mir selber sagen muss, hey, okay, akzeptiere, dass es gut ist. Akzeptiere das einfach, ja, und mach dich nicht immer klein oder rede das nicht schlecht oder hab Vertrauen und sag, ja, du kannst das und es ist völlig okay zu sagen, das ist meine Stärke. Ne? Also es ist völlig okay, auch über die Stärken, eigene Stärken zu sprechen und es ist völlig in Ordnung, auch
ein Lob anzunehmen, nicht immer zu sagen, ach, ist ja nur so, also ach, das ist ja nichts, du bist ja viel und was ich ist ja nichts. Mhm. Also dieses immer sich klein halten oder schlecht machen, auch da erwische ich mich innerlich immer wieder, versuche aber natürlich auch da auch zu wachsen. Ne? Also auch, ich setze mich abends auch manchmal hin oder wenn ich meine Tochter dann zu Bett bringe, auch darüber nachzudenken, hey, was ist heute eigentlich passiert und was gab es für tolle Momente, die mich haben wieder größer werden lassen. Ja, es müssen ja keine großen Ereignisse sein, es sind kleine Momente, die einem dann irgendwie so viel wiedergeben. Wo du auch einfach etwas schaffst, nicht wahr? Also es gibt ja auch durchaus, das habe ich ja auch, und wir triggern uns ja ein bisschen gegenseitig so bei dem Wachstum, nicht wahr? Und vielleicht das so ein bisschen nochmal zum Abschluss, um auch das nochmal zum Ausdruck zu bringen. Wir haben das Thema, wir haben einen gemeinsamen Auftritt auf der Bühne, so unser Teams-Quiz, was wir da machen, und nun waren die ersten Aufgaben, das auch immer mal auf Englisch zu machen, nicht wahr? Für uns beide eine gewisse Herausforderung, ja? Für dich noch ein bisschen mehr als für mich. Aber auch das ist natürlich eine Einstellung, du nimmst das halt an. Ne? Also erst sagst du nein, aber dann machst du es ja doch. Nein, du sagst immer gleich ja. Wir können schon bei der Wahrheit bleiben. Also zuerst wehre ich mich mit Händen und Füßen und dann finde ich das aber nach einer Stunde doch ziemlich cool. Ja, weil ich aber auch einfach mich dann anfange, darauf zu freuen, weil ich einfach sehe, dass es wieder mal eine neue Herausforderung ist. Ja? Und ich bleibe dabei, es ist einfach so, würden wir nicht in der Konstellation oder wäre ich nicht auf dich getroffen, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, einfach auf den Bühnen zu stehen. Ja, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, in deine Bubble mich dort irgendwie zu umgeben, wundervolle, tolle Menschen kennenzulernen, neue Projekte zu entwickeln, Ideen auszutauschen und mit wie vielen tollen Menschen arbeiten wir zusammen und das macht so einen Spaß und es ist einfach so, ja, du musst es wollen, ja, du musst jemanden an deiner Seite haben, der dich da auch mitnimmt und unterstützt und du musst aber auch zulassen. Und das ist, glaube ich, so, dass es diesen Mut zu haben, es zuzulassen. Also keine Angst davor zu haben. Darauf zu vertrauen. Dass es gut wird. Und das ist eben ein ganz großes Mindset-Thema. Ja. Und auch eben etwas, was uns ja in diesen Folgen immer wieder jetzt beschäftigen wird, über das wir reden wollen, das Mindset. Wie gehen wir damit um? Letztendlich wollten wir das jetzt ja heute nutzen, Folge 1 und 2, um ein bisschen zu erzählen, warum wir jetzt überhaupt dazu gekommen sind. Denn in beiden Fällen ist es so, dass wir unsere Potenziale eigentlich noch nicht kannten, zumindest nicht zu den Schulzeiten. Und das hat uns ja auch ein bisschen, da sind ja unsere Ähnlichkeiten so ein bisschen hinsichtlich des Außenseitertums oder vielleicht auch nicht des Lautseins. Den Erfolg, du warst da vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher in der Schule als ich, aber am Ende ist es so, danach sind die Dinge passiert, die uns verändert haben. Bei mir ein bisschen früher durch die Bundeswehr, bei dir ein bisschen später jetzt. Aber es passieren ganz große Dinge. Und das ist etwas, was wir jetzt erfreulicherweise auch lernen durften mit den Kindern, mit denen wir teilweise zusammenarbeiten. Das erzählen wir vielleicht nochmal ein andermal. Und genau, und so soll das jetzt ein bisschen die Vorbereitung sein. Du wolltest jetzt gerade noch was sagen? Ja, ich habe den Faden verloren. Aber okay. Kinder waren schon wirklich ein sehr guter Die Schulklassen, Punkt, die genau. Schulklassen, die uns hier besuchen im Studium. Ja, genau. Und viele junge Leute, die wir da auch, mit denen wir dann arbeiten dürfen. Gut, okay, dann würde ich sagen, an der Stelle, ich glaube, wir haben ziemlich viele Insights hier gerade über uns verraten. Ja, genau. Schön, wenn ihr immer noch dabei seid und wir euch nicht gelangweilt haben. Ja, das soll hier auch nicht unsere Coaching-Zone für uns selber sein, sondern ja, es soll ja nur ein bisschen den Weg zeigen, warum wir uns darüber unterhalten. Und genau, und in der nächsten Folge schauen wir mal, da werden wir uns ein Thema rauspicken, was wir mal ein bisschen genauer beleuchten wollen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir da wieder zusammen durchstarten können. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es hat mir super viel Spaß gemacht, das einfach mal wieder Revue passieren zu lassen, wo man herkommt und wo man steht. Und freue mich dann auf die nächsten Projekte und auf die nächsten Podcasts mit dir. Dann schalte wieder ein und bis dahin. Danke, mach's gut. Bis Tschüss. Dann. Ciao.